Bist du ein Eichhörnchen oder ein Mensch? Wenn du nicht wie ein Eichhörnchen Winterschlaf machen möchtest, solltest du nicht so viele Nüsse wie ein Eichhörnchen essen. Denn das Eichhörnchen fährt ihre Körpertemperatur ja dann runter. Und wir sind ein Mensch, der immer eine konstante Körpertemperatur von 37 Grad haben möchte. Dazu wurde eine ganz interessante Studie gemacht, wo untersucht wurde, wenn die Eichhörnchen unterschiedliche Fettsäuren zum Essen bekommen, was passiert mit deren Winterschlaf und wie verhalten sich diese? Die Studie ist natürlich unten verlinkt. Und eine kurze Ausführung der Studie. Die Eichhörnchen haben einmal Nüsse bekommen und einmal gesättigte Fettsäuren. Also einmal ungesättigte Fettsäuren und einmal gesättigte Fettsäuren. Wie in meinem Video über den größten Fehler, der deine Gesundheit zerstört, wo es vor allen Dingen um Fettsäuren geht, beschrieben, ist die gesättigte Fettsäure stabil, auch bei höheren Temperaturen. Und die ungesättigte Fettsäure ist instabil und geht halt schneller kaputt. Deswegen kann eine gesättigte Fettsäure bei höheren Temperaturen heile bleiben, aber wird da auch fest und hart, wenn es kälter wird.